Intelligente Alltagshilfen aus Fernost. Das ist ein wahnsinnig intelligentes Spielzeug, oder? Sorry, it's called a phone holder. It means you put your phone here, and when you have a phone come in, the dog will be bark to annoy you. Put the phone in here? Yeah, right. Dann bellt der Hund, wenn ich angerufen werde? Ja, phone holder. Ah, Telefon da rein. Ja, and when you have phone come in, the dog will be bark to annoy you. Und hatten Sie schon mal Geschlechtsverkehr mit dem Hund? Hatte. Bin mit dem Hund auch schon Geschlechtsverkehr? English only. English only. Ah ja. Is that good? How much is that? Ja, 9.5 US Dollar. 9.5 US Dollar. Das nehme ich dann einfach mal mit, ja? Für die Presse. For the viewers, yeah? I take it for me. Thank you very much. Yeah? Okay. The phone, yeah. The phone, no. I just want the phone. Oh, no. Okay, ciao. Chris, was machst du hier? So, ich habe mir jetzt gerade den Aibo angeschaut von Sony, der elektronische Hund, der alles macht, was man will. Das ist doch von deiner Ex-Freundin. Das ist doch genau dein Ding. Ja, absolut. Na, ich sag, das kenne ich von meiner aktuellen Freundin. Ach so, ehrlich. Und wie ist das Modell? So hat die so einen Babychip auch drin? Es gibt ein Modell, da kann man... Da ist ein Babychip drin, ja? Ja, also meine hat jetzt einen Babychip drin. Hat er jetzt einen Babychip drin? In der siebten Entwicklungsphase, ja, selber eingebaut. Oder war es der Postbote? Über den Memory Stick. Nein, es war mein Memory Stick. Die Cebit, reich an bizarrem Schwachsinn. Das ist eine Maßanfertigung aus einer alten Pferdedecke. Die hält warm, jetzt gerade so in der Wechselperiode. Aha, ja. Wortspiel. In der Wechselperiode. In der Wechselperiode das ist ja, hält es dann mal schön warm. Und man darf. Deine Freundin friert jetzt natürlich ein bisschen ohne Pferdedecke. Die hat Pferdeallergie, deswegen kann ich das Ding nur tragen, wenn sie nicht da ist. Die hat Pferdeallergie? Ja, die hat Pferdeallergie. Wir waren ja nämlich in Salzburg, haben wir das festgestellt. Da sind wir im Fiaker gefahren und plötzlich hat es genießt, wie wahnsinnig. Wir arbeiten mit den Auszubildenden an der Lösung von betrieblichen Problemen. Das zum Beispiel Sexual Harassment. Das verstehe ich nicht. Ich bin im Englischen nicht ganz so fit. Achso, also Sexual Harassment auf Deutsch, geschlechterübergreifendes Zusammenarbeiten. Das ist nicht unser spezielles Thema. Denn wir haben in unseren Berufsschulklassen, speziell im Bereich der Zerspannungsmechanik, das ist also ein knallharter Metallberuf, ja, haben wir einen Frauenanteil, der etwa bei 2 bis maximal 5% liegt. Das finde ich immer noch zu viel. Ich bin da anderer Meinung. Das ist quasi ein Schwulenberuf, oder? Wenn da so viele Männer arbeiten? Ein Scherz. Wir machen weiter mit Musik. Ich danke Ihnen sehr für dieses kurze Interview. Bitte.